Kate Nash, Girl Talk. Kate Nash, zu putzig für die Subkultur, zu eigenwillig für den Mainstream. Oder doch die Königin, die beide Reiche vereinigen kann? Die Häuser Stark und Lannister? Kate Nash verlässt mit Girl Talk die Radiogefilde. Das Album schmiegt sich an alle Dissidenten und Spezialisten an. Diese Aussage bedeutet verklausuliert meist nur kommerzielles Desaster. Wir sehen uns demnächst in der Fußgängerzone oder im englischen Dschungelcamp. Hier nicht. Dieses dritte Album ist ihr Opus Magnum. Es wirkt wie die Pop-Renaissance von dem Moldy Peaches Anti-Folk der Jahrtausendwende. Anwärter auf die Platte des Jahres. Nicht verpassen, ihr Ottos! I don't have time to die.